herzliches Willkommen schon hier in die Runde. Es spricht hier die Britta Dahlberg live und in Farbe. Und ich habe euch meinen Freund Fedor heute eingeladen. Und wisst ihr was? Das Tollste ist, Fedor kommt nach Frankfurt und zwar ganz bald. Und wenn ihr nur wüsstet alle, wie toll das ist, wenn dieser Mann hier ist, dann würdet ihr auch so schwärmen. Jedenfalls ist es jedes Mal ein Highlight für uns, wenn er in Frankfurt ist. Er ist dann mindestens eine Woche auch mit uns. Und das ist ein Riesengeschenk, wenn man ihn nochmal live erleben kann. Ich habe jetzt so viele Zooms mit ihm erlebt. Und viele unserer Freunde, die heute vielleicht da sind, können das sicher bestätigen. Die sind toll, die sind hilfreich. Er macht das mit so viel Charme und mit Wissen und Weisheit. Und das noch zu toppen, das ist möglich. Das kann ich euch also verraten. Deswegen bin ich jetzt schon so aufgeregt, dass er wiederkommt mit einem ganzen Rucksack voller neuester Erkenntnisse. Sicherlich wieder dabei. Und dann diejenigen, die heute das erste Mal dabei sind, ihr wisst, ihr kriegt eine Aufzeichnung morgen. Das heißt, wenn ihr was nicht gleich alles merken könnt, kein Problem. Ihr schaut es euch wieder an, ihr schreibt es euch nieder, vielleicht mit Notizen. Auch das ist immer wieder gut, wenn man sich so ein bisschen Notizen machen kann. Und kann man da auch nachfragen und hier in den Chat vor allem auch Fragen reinschreiben. Wir haben nämlich heute unsere tolle Übersetzerin, die Silke Schmidt, gebeten, dabei zu sein. Viele vom Frankfurter Ring kennen sie, jawohl, da ist sie zu sehen. Die übersetzt ja unsere Top-Lehrer immer. Und heute hat sie Zeit und freue mich sehr, dass ihr heute Fedor mal wieder übersetzt. Ansonsten kennt ihr Margarita. Margarita wird in Frankfurt wieder übersetzen. Auch super, super Übersetzerin. Und wird aber jetzt heute vertreten durch Silke, falls ihr Margareta vermisst. So, und Silke guckt auch mit in den Chat und sie kann euch auch nachher versorgen mit Informationen, wenn es darum geht, was hier in Frankfurt läuft. Das hat sie auch schon mitgemacht. Wir haben schon mal probeweise was in den Chat geschrieben. Ich habe nämlich unseren Freund Fedor gebeten, ich muss mal lernen, was Hello auf Russisch heißt. Wusstet ihr das? Da steht es im Chat. Ich bitte mal die Silke, du bist ja unsere Stimme. Sag doch mal das Wort. Privet. Ja, klingt das gut. Ihr könnt auch noch üben. Ich bin noch dabei. Und dann noch guten Abend. Dobre Wächer? Oder Silke? Guten Abend weiß ich auch nicht. Dobre weiß ich, aber wie. Dobri, da steht Wächer, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist. Der Fedor kommt ja am besten. What is it? Dobre Wächer, guten Abend. Dobre Wächer. Dobre Wächer. Also, das haben wir jetzt auch schon gelernt. Okay, wunderbar. Renate, danke für die Grüße und auch von der Claudia. Genau, ihr schaut das jetzt auch an. Das ist wunderbar. Ihr schreibt eure Fragen in den Chat. Und da ganz oben, da findet ihr schon die Termine von Fedor, aber auch die Online-Termine. Ne? Ich habe es schon mal hier reingeschrieben. Wenn ihr ganz am Ende seid und nochmal hochguckt, dann könnt ihr da also auf unsere Website landen. Und alles, was online oder was live hier über den Frankfurter Ring angeboten wird, findet ihr auf diesem Link. Ne? Und wir sind für euch im Büro natürlich auch da. So, das gleich zu Beginn. Aber wir wollen natürlich jetzt eine ganze Menge hören von Fedor zu dem Thema, was hindert uns denn eigentlich daran, endlich mal die Brille und die Linse wegzulegen und was auszuprobieren, ob wir nicht etwas verbessern können an unseren Augen und die Krücken ein bisschen, ja, mal zur Seite zu stellen, vielleicht teilweise, wenigstens mal eine gewisse Zeit. Ihr wisst, beim Sport, wie oft stört euch da sowas ein Gestell oder es ist was im Auge und die Augen tränen. Wir sitzen am Computer und reiben uns die Augen, weil wir so viel am Computer schreiben müssen. All diese Dinge gehen wir heute an und nicht nur das. Fedor kann natürlich auch
die etwas fortgeschrittenen Augen Thematiken behandeln, wenn wir also richtig, richtig Probleme haben, gesundheitlicher Art. Und große Überschrift ist immer ganzheitliches Sehen und ganzheitliches Sehen korrigieren und verbessern, mit, also diese Methoden anwenden eben in diesem Bereich. Und was können wir da alles tun? Was können wir alles mit der Ernährung tun? Was können wir mit der Bewegung tun? Und so weiter. Es wird wieder interaktiv. Es wird viel gelacht heute auch mit Fedor. Ich freue mich, ihn jetzt hier gleich im Bild zu haben. Da ist er schon. Und wie gesagt, versäumt es nicht, ihn in Frankfurt zu treffen. Ich kann es nur noch mal jetzt zu Beginn ganz innig euch ans Herz legen, wenn ihr irgendes möglich machen könnt, wenn ihr Freunde hier habt, sagt es ihnen, schickt denen das Video und dann werden sie vielleicht dazukommen. So, jetzt geht's los. Fedor, now we have the spotlight on you and we are going to start. Ja, dear Britta, thank you very much. I'm very happy to be with you in Frankfurt Turing. Liebe Britta, vielen herzlichen Dank. Ich bin sehr glücklich, dass ich mit dir und im Frankfurter Ring hier das zusammen machen kann. And I'm very happy that I can share this very important topic with such interesting people. Und ich bin natürlich auch sehr glücklich darüber, dass ich dieses wichtige Thema mit so vielen Leuten wie hier, ihr heute Abend da seid, teilen kann. Ja. Yeah. This topic really touched my heart because I really understand how hard this problem is, because I used to have myopic, I used to be nearsighted. Also mir liegt dieses Thema wirklich sehr am Herzen, denn ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig und wie lästig so ein Thema sein kann. Ich war früher selber kurzsichtig, litt also an Myopie. And now I see even better than 100, I can see 150%. Und heute ist mein Sehvermögen sogar größer als 100%. Meine Sehkraft liegt bei 150%. And I'm happy that I can share my knowledge and my skills not only with grown-ups, but also with children. Und ich bin froh, dass ich meine Fähigkeiten und meine Erfahrungen und mein Wissen nicht nur mit Erwachsenen, sondern auch mit Kindern teilen darf. Actually, my day is divided into two parts. Tatsächlich ist es so, dass mein Tagesablauf in zwei Teile unterteilt ist. The first half of the day is devoted to children. And I teach children how to see without glasses, how not to become myopic or hypermetropic. Die erste Tageshälfte ist tatsächlich den Kindern gewidmet. Da zeige ich Kindern, wie sie einerseits keine Brillenträger mehr sein müssen oder auch, wie sie gar nicht erst zu welchen werden, also dass sie weder kurzsichtig noch weitsichtig werden. I usually work with children one by one because they need a personal approach. Bei Kindern mache ich so, dass ich mit denen normalerweise 1:1 arbeite, weil die einfach diese persönliche Ansprache gebrauchen. And many children are in Russia, so I have to wake up very early because of the time difference. And I'm very happy about it. Und viele der Kinder, die ich betreue, die wohnen in Russland, ich wohne im Moment nicht da und deshalb muss ich da ganz oft ganz früh aufstehen, damit ich die eben morgens erwische. Aber ich bin unheimlich glücklich darüber, diese Arbeit machen zu dürfen. After lunch, I work with grown-ups, with adults. Und nach dem Mittagessen, das ist dann die zweite Tageshälfte, da arbeite ich dann mit den Erwachsenen. And with adults, we can work with groups because adults can do some things all together, they are more organized. Und bei Erwachsenen ist es so, dass wir in Gruppen arbeiten können. Bei denen funktioniert das gut, in der Gruppe zu arbeiten, weil die einfach schon besser organisiert sind als Kinder. So I'm very happy that we are all here and I can give my knowledge and understanding of this topic to you, so you could also share it with your children and maybe grandchildren.
Ich bin sehr froh, dass ihr heute da seid, dass ich über dieses Thema mein Wissen, meine Fähigkeiten mit euch teilen kann, sodass ihr wiederum in der Lage seid, dieses Wissen an eure Kinder oder vielleicht sogar schon Enkelkinder weiterzugeben. And today we will discuss very important things about the vision. Why it's deteriorating? What can we do about it? What is wrong? What is right? So we will discuss many things that could be very helpful for you. Heute Abend werden wir ein paar sehr wichtige Dinge sprechen. Zum Beispiel beschäftigen wir uns mit der Frage, warum verschlechtert sich überhaupt meine Sehfähigkeit? Woran liegt das? Was ist richtig? Was kann ich also Richtiges tun? Was ist falsch? Was kann ich Falsches tun? Und all diese Dinge. So now I live in Montenegro and I have more opportunities work both with Russians and with Europeans. Momentan wohne ich ja in Montenegro. Das gibt mir die Gelegenheit, sozusagen einerseits mit dem russischen Publikum zu arbeiten und andererseits auch mit den Europäern zu arbeiten. So, today we will start from the very fundamental question. Why does the vision deteriorate? What is the reason of the vision deterioration? Heute fangen wir mal mit einer ganz fundamentalen Frage an. Warum verschlechtert sich mein Sehvermögen überhaupt? Was ist denn der Grund dafür, dass ich immer schlechter und schlechter sehen kann? Let's think and just share in the chat. What do you think is the fundamental reason of the fundamental cause of the vision deterioration? Überlegt mal, was ihr glaubt, woran das liegt und schreibt es gerne mal in den Chat, was eure Gründe sind, von denen ihr glaubt, das ist der grundlegende Grund, warum sich das Sehvermögen mit der Zeit, mit dem Alter verschlechtert. Let's be active and let's just think and share our thoughts all together. Also werdet gerne interaktiv, habt auch den Mut, schreibt einfach in den Chat. Stress, the eye muscles are not as flexible as they used to be, yeah. It's deteriorating because the parts of the eye are used, are getting aged. It has to do with nutrition, it has to do with working a lot on the screen. And somebody says, thank you, Britta, or whatever. Then somebody says, the muscles of the eyes harden. They are not as flexible anymore. That's what it's meant. Then, of course, again, the screen. So, the actual answer was already in the chart. Also, die tatsächliche Antwort auf die Frage, warum sich der Sehsinn verschlechtert, die hat schon im Chat gestanden. Liebe Annette, der Ton ist an, alle anderen hören uns. Schau mal bitte, ob das bei dir liegt. Stress. Das war ja eine Antwort im Chat und das ist die tatsächliche Antwort. But not the stress itself, but how we react to stress. Und es ist gar nicht mal der Stress selbst, der dafür sorgt, sondern es ist vielmehr unsere Reaktion auf den Stress. For example, just 1 hour before our webinar, I had a private lesson with a young man of 16 years old. Gerade eine Stunde bevor wir hier heute zusammengekommen sind, hatte ich eine Privatsession mit einem jungen Mann, 16 Jahre alt. He is very interesting. Er ist sehr interessant. Just imagine. He didn't go to school live, but he graduated from school by passing the exams. So he learned the school program by himself and then he passed the exams and got the degree. Also müsst ihr euch mal vorstellen, dieser junge Mann, der ist gar nicht live in die Schule gegangen, sondern der hat sich das alles selber
beigebracht als Autodidakt und hat dann aber trotzdem das Examen bestanden. Das heißt, zwar hat er das Examen, ist aber nie selber in der Schule gewesen. He's writing music, he's very creative, he's practicing yoga. Also der ist insgesamt ist der sehr kreativ, der praktiziert Yoga. But at the same time, he's minus 5. Gleichzeitig ist sein Sehvermögen aber minus 5 Dioptrien. Yeah. Just for you to understand, in this eye chart, he can see the first line from the distance of 2 meters and 80 centimeters. Könnt ihr sehen, da im Hintergrund bei dieser Dioptrienzahl, da ist der in der Lage, die erste Linie zu lesen, nicht aber die anderen. Yeah. Why is it happening? Warum passiert das? Just for you to understand. While we were practicing with him 2 times already, um nur, dass ihr das mal versteht, während wir mit ihm geübt haben, wir haben schon 2 Mal miteinander geübt. He has never laughed. He has never smiled. Hat er noch nicht ein einziges Mal gelacht und er hat noch nicht ein einziges Mal gelächelt. He's very serious. Also ein ganz ernster. Can you imagine? He's 16 years old. Könnt ihr euch das vorstellen? Dieser junge Mann, der nicht lacht und lächelt, ist 16 Jahre alt. Next to him, I was feeling me as an idiot. Und als ich so neben ihm saß, kam ich mir wie ein Idiot vor. Because from time to time I smiled, but he had never reacted. Also von Zeit zu Zeit hat ich eben auch mal gelächelt während dieser Sitzung, aber er hat nie darauf reagiert. Yeah, and I was thinking, maybe I was wrong, and then I realized that this is the type of the person. This is his feature. Und erst habe ich gedacht, naja, vielleicht habe ich irgendwie was gemacht, was er dann doch nicht witzig findet. Vielleicht findet er mich nicht witzig. Aber irgendwann habe ich verstanden, der ist so, das ist sein Typ. Der ist so ein very Typ. Closed. Ein ganz verschlossener Typ auch. Yeah. And this is very typical. Many myopic people, nearsighted people, when they were at the school age, they also experience stress at school. I don't know, when they were dealing with their parents or when they were dealing with their friends. Das ist auch was ganz Typisches. Viele Leute, die heute so kurzsichtig sind, haben auch früher Stress erfahren. Stress in der Schule, Stress im Umgang mit ihren Freunden, Stress im Umgang mit ihren Eltern. So, if we would like to improve our vision, we have to learn how to be more relaxed at each layer, energetic layer, psychological layer, emotional layer, and physical layer. Wenn wir also unser Sehvermögen verbessern möchten, dann müssen wir auch lernen, entspannt zu sein, und zwar entspannt zu sein auf jeder Ebene. Damit ist gemeint die energetische Ebene, die physische Ebene, die emotionale Ebene und die psychologische Ebene. Yeah. We have never been taught how to be relaxed. That's the problem. Und uns wurde niemals beigebracht, wie wir uns entspannen können, und das ist das Problem. So, the vision recovery key. The key for the vision recovery is the signs which could be called as relaxation signs. Also, der Schlüssel zur Verbesserung des Sehvermögens, den könnten wir auch tatsächlich nennen die Wissenschaft der Entspannung. And what other factors affect the quality of our vision? Und welche anderen Faktoren haben denn auch nochmal einen Einfluss auf die Qualität unseres Sehvermögens? Of course, when our vision is getting worse, we go to the ophthalmologist and then we get an advice that we should wear glasses or lenses, otherwise our vision will become worse.
Wie ist es denn, wenn sich unser Sehvermögen verschlechtert? Da gehen wir normalerweise zum Augenarzt und der gibt uns dann den Ratschlag, entweder eine Brille oder Kontaktlinsen zu tragen und sagt dann noch dazu, wenn wir das nicht tun, dann verschlechtert sich unser Sehvermögen weiter. And we start wearing the glasses as long as we can. And then they become the part of our body. Und dann ist es so, dass wir dann ab dann die Brille tragen, so lang wie möglich, und letztlich wird dann die Brille zu einem Teil unseres Körpers. Yeah. But I keep telling to my students, I keep recommending my students to replace your glasses with pinhole glasses. Und ich gebe meinen Studierenden, meinen Schülern immer den Tipp, ihre eigene Brille mal mit diesen Brillen zu ersetzen, wo einfach in den Gläsern, das seht ihr, auch Löcher drin sind. I can see some of you are working with these glasses and this is very good. Und ich sehe, dass einige von euch sogar diese Brille schon aufhaben und das ist eine sehr gute Sache. But still, some of you are still wearing normal glasses when they are working on PC. Und einige von euch tragen aber trotzdem noch die normale Brille, wenn sie Bildschirmarbeit verrichten, und das ist nicht gut für eure Augen. Yeah. If you don't know where to get them, I can bring some to Frankfurt when I travel next Tuesday. So you can order it and I can give it to you. No problem. Wenn ihr Interesse an so einer Brille habt und nicht weißt, wo ihr die herbekommt, könnt ihr einfach nochmal Bescheid geben. Ich komme ja sowieso nach Frankfurt. Nächsten Dienstag reise ich an und dann kann ich gerne solche Brillen für euch mitbringen. Yeah. But of course, these pinhole glasses, this is not the key to the natural vision recovery. This is just one of the tools that we use to get independent on the normal glasses. Nicht, dass wir uns missverstehen, diese Brille ist natürlich noch nicht die Lösung dafür, dass euer Sehvermögen sich verbessert. Es ist nur eines von vielen Werkzeugen, um uns unabhängiger von einer Brille zu machen. Yeah. Can you say how much you charge for the glasses? Yeah, somebody's they cost interested. Usually 30 Euro. Ja, diese Brillen kosten 30 Euro. Yeah. One of the fundamental things that you should also work on is healthy sleep. Eine der fundamentalen Sachen, an denen ihr auch arbeiten solltet, ist ein gesunder Schlaf. Yeah. I keep saying it to people, I keep reminding them, but still this problem is very actual. It's always very actual, unfortunately. Also diese Geschichte mit dem Schlaf, die spreche ich natürlich immer wieder an und trotzdem ist dieses Thema immer wieder aktuell und egal wo ich anfange, immer wieder müssen wir darüber sprechen. If we test all the people in our group now that are watching me now on the webinar, from 100%, I guarantee that more than a half of everybody can have some sleeping problems. Wenn wir jetzt beispielsweise unsere Gruppe nehmen, wie wir heute zusammengekommen sind, wenn ich jetzt alle testen würde, dann garantiere ich euch, dass die Hälfte von euch, von allen, die heute Abend da sind, Schlafprobleme haben. Yeah. So, please, write down very simple rules. I keep saying them, but I will repeat them again. Bitte schreibt euch mal auf. Es sind ganz einfache Regeln. Obwohl sie so einfach sind, möchte ich, dass ihr sie gerne mal aufschreibt. Und bitte vergesst sie nicht. Maybe if you hear it for the second or for the fifth time, you will definitely follow these recommendations. Also, wenn ihr diese Regeln schon mal gehört habt, wenn ihr schon öfter dabei wart, vielleicht setzen sie sich jetzt fest, wo ihr sie zum wiederholten Mal hört. Go to bed not later than 10 o'clock. Geht nicht später als 10 Uhr ins Bett. 2 hours before sleeping. Stop using any gadgets. Und 2 Stunden bevor ihr ins Bett geht, hört auf, irgendwelche Geräte zu benutzen mit einem Bildschirm, Handy, Computer.
take a warm shower, meditate, talk to your friends or relatives. Nehmt eine warme Dusche. Dog. Nehmt eine warme Dusche, meditiert, redet mit euren Freunden oder eurer Familie, geht mit eurem Hund spazieren. But let your eyes get relaxed from the screens. Aber gebt euren Augen die Gelegenheit, mal vom Bildschirm auch auszuruhen. There could be exceptions. For example, today you're watching me. Es gibt natürlich eine Ausnahme, wo ihr trotzdem mal ein Gerät benutzen könnt. Heute Abend, weil ihr heute Abend mir zuschaut, da ist es erlaubt. Because I help you to relax your eyes. Weil ich helfe euch natürlich auch, dass ihr eure Augen entspannen könnt. There could be an exception when you are watching the movie, relaxing movie with all your family. This is fantastic. Es gibt natürlich auch andere Ausnahmen. Wenn ihr zum Beispiel mit eurer ganzen Familie zusammen einen entspannenden Film anschaut, das ist eine fantastische Sache, das dürft ihr auch. You sleep not less than from 7 to 9 hours, depending on how much you are tired, how old you are. Und ihr schlaft dann bitte nicht weniger als 7 bis 9 Stunden. Die Schlafanzahl der Stunden hängt davon ab, wie müde ihr seid, wie alt ihr seid und so weiter. You are sleeping in the room. You, all your curtains should be down, so no light in the room. In eurem Schlafzimmer selber stellt bitte sicher, dass die Vorhänge zugezogen sind oder die Rollläden unter sind, sodass es wirklich dunkel ist und kein Licht in den Raum kommen kann. In complete darkness. Ne? Komplette Dunkelheit. Ja, yeah, with comfortable bed, with comfortable pillow. Wichtig ist natürlich auch eure Schlafqualität, dass ihr ein gutes, gemütliches Bett habt, ein gemütliches Kissen. The humidity should be good. The ventilation of the air should be good. Also auch die Luftfeuchtigkeit sollte richtig sein. Die Lüftung des Raumes sollte gewährleistet sein. And when you wake up in the morning, you should plan your day so the main activity is in the first half of the day. And after lunch, your activity should slowly go down. Und bevor ihr oder wenn ihr aufsteht, dann solltet ihr gleich euren Tag planen und das hauptsächlich, was ihr zu erledigen habt, sollte in der ersten Tageshälfte liegen und nach dem Mittagessen solltet ihr sozusagen sukzessive das Aktivitätslevel nach unten regulieren. Yeah. If you start following these very simple rules, your stress tolerance will be much higher. Wenn ihr beginnt, diesen wirklich sehr einfachen Regeln zu folgen, dann werdet ihr eine größere Stresstoleranz entwickeln. Yeah. As for the questions, please be tolerant. We will answer the questions when we have the opportunity and the end. Okay? Ihr Lieben, wir sehen natürlich, dass ihr schon Fragen in den Chat schreibt. Ich lese die auch immer mal mit, aber bitte habt Geduld. Am Ende des Abends wird es noch eine Frage- und Antwortrunde geben. Or when und dann, we have breaks. Dann werden wir eure Fragen beantworten, also wenn wir quasi dann eine Pause mit dem Vortrag machen. So, please write down very important statement. Also schreibt euch nochmal auf einen ganz wichtigen Satz. Our eyes is the part of the nerve system. Unsere Augen sind Teil des Nervensystems. If you don't understand it, you will expect me giving you some magic exercises that will help you to see better. Weil wenn ihr das nicht versteht, dann werdet ihr von mir erwarten, dass ich euch ein paar magische Übungen an die Hand gebe, wo ihr dann erwartet, dass ihr nachher besser sehen könnt. Yeah, and many people treat me as the visual trainer who gives the exercises to move their eyes up and down, left and right. Manche Leute, die betrachten mich so als diesen Trainer für das Sehvermögen, der ihre Augen rechts, links, oben, unten überall sozusagen, ja, ich sag jetzt mal, flapsig durchnudelt. But
eye movement is just very small part that you should follow, but the fundamental stuff is behind the eye movement. Aber die Augenbewegung an sich ist wirklich nur ein ganz kleiner Teil, der zum großen Gesamten gehört. Und die Regeln, die ihr zu befolgen habt, also hinter diesen Augenwegen steht noch viel mehr fundamentale Sachen, um euer Sehvermögen zu verbessern. The method that I represent gives you the tools that work on not only on the eye muscles, but they also help you to improve your stress tolerance. Also, wenn ihr, ich bin jemand, der euch Dinge an die Hand gibt, die nicht nur eure Augenmuskeln verbessern, sondern die euch auch in die Lage versetzen, eine höhere Stresstoleranz zu haben. We're giving self-regulation techniques, autogenic training, meditation and affirmations. Wir arbeiten auch mit selbstregulatorischen Systemen, mit autogenem Training, Meditationen und natürlich auch Affirmationen. I got it. Mm-hmm. And also visualization training. Und auch Visualisierungstraining. All these tools help you to become a more relaxed person. Und all diese Werkzeuge zusammengenommen helfen euch, einfach eine entspanntere Person zu werden. Yeah. Look at what is going on in the outside world. Schaut euch mal an in der Außenwelt, was da alles vor sich geht. First, it was a COVID. Erst hatten wir diese Covid-Situation. Then everybody forgot the Covid. Now the war. Dann haben wir alle ein bisschen diese Covid-Geschichte vergessen. Im Moment haben wir einen Krieg. After the war, they will think up something else. The monkey pox. Yeah, or the infection or something like this. Und wenn der Krieg vorbei ist, dann wird es wieder was Neues geben. Entweder kommen die Affenpocken oder irgendeine andere Infektion, denen wird schon was einfallen. And mass media are shaking us all the time. They're keeping us stressed and tense. Ja, und die Massenmedien, die rütteln uns immer wieder von Neuem durch mit den Nachrichten, die sie verbreiten. Die halten uns wirklich ja angestrengt und in so einer, ja, in einer Stresshaltung. But of course, under these circumstances, it's difficult to imagine that we will see with healthy eyes. Und unter diesen Umständen ist es uns natürlich erschwert, die Möglichkeit mit gesunden Augen einfach zu schauen. So we should become calm inside. Und deshalb sollten wir daran arbeiten, doch zumindest in unserem Innen die Ruhe zu bewahren. There are also very important healthy habits that we should work on. The fundamental habit is to see without tension. Und dann gibt es natürlich auch noch so ein paar ganz gesunde Gewohnheiten, die wir uns angewöhnen sollten. Und die erste Gewohnheit ist zum Beispiel, dass wir ohne in der Lage sein sollten, ohne Anstrengung zu schauen. Let's have a simple test. Machen wir einfach mal einen ganz einfachen Test zusammen. Yeah. Get some very thin object. If you have a needle, that's perfect. If you don't have a needle, you can use your finger or you can use a pen. Nehmt euch mal einen relativ dünnen Gegenstand. Wer eine Nadel zur Hand hat, nimmt bitte eine Nadel. Wer das nicht hat, der kann seinen Finger nehmen oder vielleicht einen Stift. Yeah. In Vision Academy, we're using needles different sizes. Wir benutzen bei uns in der Schule Nadeln mit unterschiedlichen Durchmessern. So, look at the peak of the needle or at the peak of the pen, for example, or pencil, without glasses. Und guck mal jetzt ohne Brille auf die Spitze entweder der Nadel oder des Stiftes oder des Fingers. Look at it as close as you can.
Und schau dir das mal so nah wie möglich, also führt mal die Nadel so nah wie möglich, ihr könnt an die Augen heran. Find the distance at which you can see it clearly without getting doubled. Und guckt mal, mit welchem Abstand ihr diese Nadel noch klar sehen könnt, ohne dass ihr sie doppelt seht. Yeah. This is the distance of your clarity, the near clarity. Und das ist quasi die Stelle, an der ihr das noch deutlich sehen könnt, ist dann die Distanz von euren Augen, eures Klarsehens auf die Just look at Nähe it hin. for a minute. Und guckt euch vielleicht, konzentriert euch mal eine Minute und guckt mal so lange auf diese Nadelspitze. Write down in the chart if after looking at this peak you have tension in your eyes. Do you have tension or not? Schreibt mal in den Chat, ob, wenn ihr eine Minute lang auf die Nadelspitze geschaut habt, ob ihr danach in euren Augen eine Anspannung fühlt oder nicht. Schreibt das mal rein. Könnt ihr einfach Ja oder Nein reinschreiben. Ja, ich habe eine Spannung oder Nein, ich habe nicht. I said to them, if you have one, just say yes. If you don't, just say no. And you see, three say yes. Nadia has no tension, but most of them say yes. There's tension. Yes, I see. No problem. Okay, and now let's repeat the test, but we will move the object to the straightened arm. Und das jetzt wiederholen wir diesen Test, aber diesmal schauen wir auf das Objekt mit ausgestrecktem Arm. Without glasses. Ohne Brille natürlich wieder. It makes no sense to do this test with the glasses. Es macht tatsächlich keinen Sinn, mit Brille diesen Test durchzuführen. So now. Look, if you have contact lenses, you should take it off if possible. But not immediately. If you would like to do this test later, you can do it. Da ist jetzt die Frage im Chat aufgetaucht, was machen denn die Kontaktlinsenträger? Also auch die sollten natürlich diese Übung, diesen Versuch ohne die Kontaktlinsen zu machen. Ihr könnt jetzt, wenn ihr natürlich nicht gleich die Linsen rausnehmen wollt, dann macht ihr es einfach später. So, did you experience any tension or discomfortable feeling when you were concentrating on this peak of the Wie object? war es denn jetzt mit dem ausgestreckten Arm? Habt ihr da auch eine Spannung verspürt, wenn ihr euch auf die Spitze des Kugelschreibers der Nadel konzentriert habt? Schreibt es bitte mal in den Chat. Not so much, not at all. No, no, no. You see it? Yes, but not so much. So the most people say no. Yeah, so what does it mean? Was bedeutet das jetzt? It means that the further we see, we concentrate our attention, the more relaxed we feel. Ah, also je weiter der Gegenstand weg ist und wir uns dann auf den weiter entfernten Gegenstand konzentrieren, desto entspannter sind unsere Augen. So it's not the gadgets we should blame, it's the distance we should blame that we are using for working with gadgets. Also, wenn wir tatsächlich angestrengte Augen haben, sollten wir nicht unseren Geräten, die wir benutzen, die Schuld geben, sondern einfach darauf achten, in welcher
in welchem Abstand vor den Augen wir diese Geräte benutzen. So when I was asking what is the reason, what is the cause of the eye problem, some people blamed the screens. Also wenn ich die Leute frage, woran liegt es denn, dass du Augenprobleme hast, dann gibt es Leute, die sagen, na, der Bildschirm ist schuld. We should blame the distance at which we are working with the gadgets. Ich schüttel mit dem Kopf und sage, wir sollten tatsächlich dem Abstand, in dem wir mit diesen Geräten arbeiten, die Schuld geben. That's why we should have the space for our vision. Und deswegen brauchen wir einfach diesen Platz für unser Sehvermögen. If you're working on PC, the window should be next to you and you should look through the window from time to time. Wenn ihr am PC arbeitet, dann sollte der PC nah am Fenster stehen und ihr solltet ab und zu mal aus dem Fenster schauen. Mm-hmm. Look at the vision system, how it's working. Guckt euch mal das Sehsystem an, wie es funktioniert. Yeah. So I was telling you that the eyes is the part of the vision system. Now you can see why. The eyes is the part of the nerve system. Now you can see why. Ich habe euch ja vorhin gesagt, dass die Augen Teil des Nervensystems sind. Und hier könnt ihr erkennen, warum das so ist. Because when the light is going through the eye, it's getting on the retina, and the retina converts the light into the nerve signal, and then the nerve signal is going to the brain. Wenn das Licht in das Auge trifft, dann trifft es auf die Retina. Die Retina wandelt das Licht um in ein Signal, und dieses Signal gelangt dann oder wird dann an das Gehirn gesendet. And this slide is very important for understanding. Who has never seen it, please take a picture of it or write down very important things. Diese Folie, die ist sehr wichtig, dass ihr die versteht. Wenn ihr diese Folie noch nicht kennt, noch nie gesehen habt, macht euch bitte entweder ein Foto davon oder macht euch Notizen. Many people think that if they need to see better, they need to train the eye muscles. Up and down, left and right, diagonals, circles. Viele Leute glauben, dass wenn sie besser sehen können möchten, dass es dann wichtig ist, dass man die Augen benutzt, dass man also rechts, links, oben, unten und in die Diagonalen schaut. But these muscles, they are designed to move their eyes in some directions. They are calling eye movement muscles. They have nothing to do with accommodation. Aber diese Muskeln, das sind ja tatsächlich die Augenmuskeln, sind dafür kreiert, um die Augen in bestimmten Positionen zu bringen. Die haben mit der Anpassung der Linse nachher gar nichts zu tun. They help to see better, but they are not responsible for seeing. Die Muskeln unterstützen das Auge dabei, besser zu sehen, aber sie haben nicht die Verantwortung für das gute Sehen. And write down three exclamation marks. The only muscle that is responsible for the clarity of our vision is the ciliary muscle. Und schreibt euch das auf und macht drei Ausrufezeichen hinten dran. Der einzige Muskel, der für unser Sehvermögen verantwortlich ist, ist der Ziliarmuskel. And very simple to understand. Und das ist ganz einfach zu verstehen. If you cannot see far, wenn ihr nicht in die Weite schauen könnt, your ciliary muscles is having a spasm. It cannot be relaxed. Dann hat euer Ziliarmuskel einen Spasmus, der kann sich also nicht entspannen. To make your lens shorter. Und dadurch wird eure Linse verkürzt. If you cannot see near, wenn ihr auf die Nähe nicht sehen könnt, your ciliary muscle cannot be contracted. Dann kann euer Ziliarmuskel nicht zusammengezogen werden. Because it's too old, for example. Weil er zum Beispiel zu alt ist. So it's not the
eye movement muscles we should train, but ciliary muscles should be trained. Es sind also zur Verbesserung des Sehvermögens nicht die Augenbewegungsmuskeln, die wir trainieren sollten, sondern den Ziliarmuskel sollten wir trainieren. But the question is, how can it be trained? Die Frage ist ja jetzt nur, wie kann der Ziliarmuskel trainiert werden? Yeah. We use different techniques to train. Wir in unserem System benutzen unterschiedliche Techniken, um diesen Ziliarmuskel zu trainieren. At the workshop, we show all these techniques. Im Workshop werden all diese Techniken vorgestellt. But you should realize that before starting these techniques, you should work on your healthy visual behavior. Otherwise, these techniques will be useless for you. Was ihr euch aber klar machen solltet, ist, dass bevor ihr beginnt, diese Übungen zu machen, dass ihr zunächst an euren gesunden Sehgewohnheiten arbeitet, also die umstellt, weil ohne die wird dann das ganze Training total nutzlos für euch sein. Healthy visual behavior is a set of healthy habits. Und dieses gesunde Sehverhalten, das ist einfach eine Reihe von gesunden Sehgewohnheiten. So when you train the healthy visual behavior, only then you can train accommodation and train your ciliary muscle. Also nur, wenn ihr euch diese gesunden Sehgewohnheiten zulegt, wenn ihr die trainiert und übt, nur dann könnt ihr auch tatsächlich am Ziliarmuskel arbeiten und dadurch euer Sehvermögen verbessern. We are using different tools. For example, to relax the ciliary muscle, you can do ping pong. Und ihr, da gibt's verschiedene Möglichkeiten, Werkzeuge. Zum Beispiel, um den Ziliarmuskel zu entspannen, könnt ihr, so wie er es eben gemacht hat, mit dem Tischtennisball spielen. So, if you do juggling, you change the distance and you juggle upper the height of your nose. Also wenn ihr mit den Augen den Ball verfolgt, dann wechselt ihr ja immer mal die Höhe und gleichzeitig geht auch eure Nase hoch und runter. Throw the ball and catch. Ihr könnt einen Ball einfach hochwerfen und fangen. And we are also using the maximum or the minimum distance for reading when we close each eye. Was wir auch machen, wir gucken einfach mal, auf welche, also wie können wir lesen, wenn es am weitesten weg ist und wie gelingt es und was ist die Distanz, auf die wir noch lesen können am nächsten? We do this special paper pipe like this. Ne? Mit einem geschlossenen Auge, dann machen wir nochmal die spezielle Papierpfeife. Das machen wir, wie ich es euch jetzt zeige. Yeah, we are making this special target. Wir machen also hier jetzt ein besonderes Ziel, also das wir uns anschauen können. Like this. So, also wie so eine Zielscheibe, seht ihr das? And we are training accommodation with the paper pipe. Und dann üben wir diese Akkommodation mit eben dieser Papierpfeife. So we learn. We teach our students at the workshop how to use all these tools properly. Und wir bringen unseren Schülern in dem Workshop natürlich bei, wie man all diese Werkzeuge benutzt und wie man sie richtig benutzt. Because you shouldn't use it like this. Ne? Weil so wie ich es jetzt gerade mache, solltet ihr es tatsächlich nicht benutzen. Ich habe gesagt Pfeife, ich glaube, wir sagen Papierrohr. Und so solltet ihr es auch nicht machen, dass ihr ein Auge zusammenkneift. So, there are some certain rules that you should stick to get the ultimate results. Also es gibt ein paar Regeln, an die solltet ihr euch halten, damit ihr wirklich die besten Ergebnisse bekommen könnt. But if you join the workshop, you'll definitely have this technique in your arsenal. Aber wenn ihr am Workshop teilnehmt, dann werdet ihr diese Technik mit dem Nah- und in die Ferne lesen definitiv in eurem Werkzeugkasten haben. As you could notice, this is the book. Wie ihr sehen könnt, ist das das Buch. Yeah,
and I used the two-side scotch to stick it to the to the glass. Und ich benutze tatsächlich diese magnetischen Klammern einerseits, um das Buch natürlich an der Stelle aufzuhalten, aber auch um es am Glas eben festzumachen am Spiegel. And this is a very good tool for training accommodation. The other tool is the eye charts. Und das ist wirklich eine sehr gute Methode, um die Akkommodation, die Anpassungsfähigkeit der Linse bzw. des Ziliarmuskels zu üben. Und das andere sind natürlich diese Augentafeln, die kennt ihr alle. And the third tool that we're also suggesting is Qigong. Und das dritte Werkzeug, das wir auch sehr stark empfehlen, ist Qigong. How can Qigong be helpful for you? Wie kann Qigong für euch hilfreich sein? The Qigong for eyes is helpful if you have aging problems. Cataract, presbyopia, glaucoma, retinal detachment, all the blood vessel problems with your eyes. Also dieses Qigong kann für euch immer dann hilfreich sein, wenn ihr Dinge habt, also wenn das Sehvermögen deshalb leidet, weil es Alterserscheinungen sind. Das ist zum Beispiel Alterssichtigkeit, das ist der grüne Star, das ist ein Katarakt, also die Trübung der Augenlinse, das ist die Netzhautablösung, also Dinge, all das, was eben altersbedingt ist. So, please just be aware that eye problems are interconnected with each other. Und bitte macht euch auch noch mal klar, dass Augenprobleme unterschiedlicher Art ja miteinander auch in Verbindung stehen. I'm often asked the same question. What can I do with astigmatism, for example? Also ich kriege Fragen dieser Art ganz oft. Zum Beispiel, wenn ich eine Stabsichtigkeit habe, was kann ich denn da machen? You shouldn't care about astigmatism. You should care about the main eye problem, which is myopia. Und ich sage dann immer, du solltest dich gar nicht so sehr um den Astigmatismus, sprich die Stabsichtigkeit, kümmern. Dein Problem ist ja tatsächlich die Myopie, das heißt die Kurzsichtigkeit. Yeah. There is one more important thing about one of the possible solutions that you might also think about, the laser surgery. Und dann gibt es natürlich ja auch eine Lösung für Kurz- oder Weitsichtigkeit, an die ihr vielleicht selber schon mal gedacht habt, eine Lasertherapie. Unfortunately, it's a high-tech technology, but it's not solving the eye problem because it just removes some part of your cornea. Das ist eine High-Tech-Technologie, die Augen zu lasern. Leider wird aber dadurch das Problem, das das Auge hat, überhaupt nicht gelöst, sondern es wird tatsächlich nur an der Cornea ein Stückchen weggenommen. So your cornea is getting thinner. Und dadurch wird einfach die Linse ein bisschen ja, dünner. Yeah, some people can live with it, but some people cannot. Manche Leute können damit leben, manche können das aber nicht. Because your image could become blurry. Weil eure, ja, eure Sicht dann plötzlich verschwommen wird. And of course, the main cause of the eye problem is not removed. Your eyeball is still myopic. It's longer than the norm. Und das Problem, das eigentlich ist dann tatsächlich nicht gelöst, sondern euer Augapfel ist dann einfach nur ein bisschen länger geworden. Ich habe übrigens eben gesagt Linse, das stimmt aber nicht. Die Hornhaut ist gemeint. Die Hornhaut wird dünner. Entschuldigung. Yeah. What is also said that some people think that they can order some special supplements to help their eyes. Or some special eye drops that can solve their eye problems.
Es gibt auch Leute, die glauben, sie könnten sich bestimmte Nahrungsergänzungsmittel bestellen oder bestimmte Augentropfen und dass diese Mittel dann helfen würden, das Augenproblem oder das Sehproblem zu lösen. Supplements or organic eye drops or chemical organic eye drops can really help if you do the main treatment, if you do the inner transformation of your healthy visual behavior in the first term. Also diese Augentropfen oder diese Nahrungsergänzungsmittel, seien das Nahrungsergänzungsmittel, biologische Tropfen oder chemische biologische Tropfen, die können dann helfen, wenn ihr sozusagen die Hauptparameter verändert habt. Dann so können die nochmal unterstützen. I am not going to say that, you know, don't buy supplements or don't buy eye drops. Just don't have much hope on it if you don't do the main self-healing process. Ich sage nicht zu euch, kauft euch keine Augentropfen mehr. Ich sage auch nicht zu euch, kauft euch keine Nahrungsergänzungsmittel mehr. Ich sage nur, setzt darauf nicht allzu viel Hoffnung, wenn ihr nicht die Hauptarbeit zusätzlich macht. And please take a photo of this slide. Und wenn noch nicht geschehen, bitte macht euch mal von dieser Folie hier ein Foto. And then cross it somehow. Just don't do this exercise. Don't spend your time doing this exercise from the internet. Und wenn ihr dann dieses Foto gemacht habt, dann bearbeitet ihr das Foto und macht ein dickes Kreuz dadurch. Und ganz wichtig ist vor allem, macht diese Übung nicht. Diese Übung ist aus dem Internet. Nicht nachmachen. There is nothing on this slide that you should do. Nothing. Auf dieser Folie hier ist nichts, aber auch gar nichts abgebildet, was ihr machen solltet. If you would like to improve the eye movement function of your eyes. Wenn ihr Lust darauf habt, dass sich die Bewegung die Augenbewegung eurer Augen verbessert. Yeah, you can do it naturally by playing ping pong or with balls. Dann könnt ihr das auf ganz natürliche Art und Weise machen, indem ihr eben Ping-Pong spielt oder Bälle in die Luft werft. If you would like to relax your eyes instead of doing this for 30 seconds, like on the internet, you should lie down with the towel, wet towel on your face, with eye closed, for at least 10 minutes. Wenn ihr eure Augen entspannen wollt, ja, dann macht ihr nicht, wie es im Internet gezeigt wird, 30 Sekunden die Hände auf den Augen, dann legt ihr euch ein nasses Handtuch aufs Gesicht, auf die geschlossenen Augen und legt euch wenigstens vor 10 Minuten hin. 10 Minuten. Yeah. And if you would like to train accommodation, forget about this. Und wenn ihr die Akkommodation trainieren wollt, dann vergesst bitte auch diese Übung mit dem Finger, die er gerade vorgemacht hat. Learn how to do the meditating reading or working with the eye chart. Also lernt dann einfach nochmal dieses Meditationslesen oder übt eben mit dem Augenchart. Yeah, that will give you much more progress in training your accommodation. Und also sozusagen, dass ihr mit diesen Charts, also mit diesen Sachen arbeitet, um eure Akkommodation dann zu trainieren. I personally respect the Bates method and I really appreciate this person who proved that it is possible to improve the eyesight without pills. Also ich bin großer Fan von dieser Bates-Methode und ich respektiere auch diesen Mann, der gezeigt hat, dass man mit bestimmten Übungen eben auch den Sehsinn verbessern kann. But
at the moment, the work of this person is not up to date anymore. He just started this work, and now we have to continue it because we live in the 21st century, when it's so different from this 20th century. Also dieser Mann hat all das ins Rollen gebracht, aber die Arbeit, die er zugrunde gelegt hat, die ist natürlich heute out of date. Also wir sind nicht mehr im 20. Jahrhundert, wir sind im 21. Jahrhundert und das ist eben mittlerweile überholt, es ist veraltet, es hat sich alles verändert. So, what do we offer instead? Was bieten wir stattdessen an? In the Vision Academy, we offer balancing and relaxing eye muscles. Wir bieten in der Vision Academy an, einerseits eine Balance, einen Ausgleich und ein Entspannen der Augenmuskeln. Static, for example, a training with candle and dynamic accommodation training with the book. Wir bieten einerseits ein statisches, aber auch ein dynamisches Akkommodationstraining an. Statisch zum Beispiel mit der Kerze, dynamisch zum Beispiel mit dem Buch. Mm-hmm. All types of training using the eye patch. You will need the eye patch. Wir bieten alle Arten von Training an, die mit der Augenklappe zu tun haben. Das heißt, ihr werdet für den Workshop auch so eine Augenklappe benötigen. Yeah. When you join our workshop, you will need to use some eye patch. You can use a mask or you can use the scarf or whatever. Also wenn ihr im Workshop teilnehmt, dann werdet ihr etwas brauchen, womit ihr ein Auge abdecken könnt. Da könnt ihr einen Schal drum binden oder ihr könnt euch so eine Augenklappe besorgen, was auch immer ein Auge abdeckt. You will need it for quick Qigong exercises, for accommodation training exercises, for working with the paper pipe. So, because we are using the principle of isolation, we train each eye independently, then both eyes. Also ihr werdet diese Augenklappe benutzen für das Akkommodationstraining, also für alle, für das Qigong und für alles, was wir anbieten. Wir werden die Augen zunächst individuell trainieren und dann aber eben auch beide zusammen. Convergence Training. Dann machen wir noch ein Konvergenztraining. Ja. So, I will show you how to use this to train the convergence. Ich zeige euch mal, wie man das benutzen kann, um die Konvergenz zu trainieren. We are using this special rubber with balls. Wir benutzen hier ein Gummiband und da sind so Bälle drauf. Ja. This tool allows you to train the work of both eyes as a team. Und das Werkzeug erlaubt euch dann quasi beide Augen als Team zu trainieren. Mm-hmm. Qigong and self-regulation exercises, as I mentioned. Dann haben wir zusätzlich Qigong im Programm und einfach Übungen, um sich selbst zu regulieren. Das hatte ich ja schon erwähnt. Normalization of the central nervous system work. Dann geht es hier auch um eine Normalisierung der Arbeit des zentralen Nervensystems. What does it mean? We have two types of the nervous system, sympathetic and parasympathetic. Was bedeutet das? Wir haben ja zwei Teile des Nervensystems, das sympathische und das parasympathische Nervensystem. Yeah. For example, when we are looking at the screen, we are using the central vision. Zum Beispiel, wenn wir auf den Bildschirm schauen, dann benutzen wir das Sehsystem des zentralen Nervensystems. And the central vision is associated with the sympathetic nerve system. Und dieses zentrale Sehsystem hat eine Verbindung zum sympathischen Nervensystem. Which means that we are getting strained. Und das bedeutet, dass wir sozusagen dann eine Anspannung verspüren. But apart from central vision, we also have the peripheral vision.
Aber wir haben nicht nur das zentrale Sehvermögen, sondern wir haben auch das periphere Sehvermögen. And it's associated with the parasympathetic nerve system. Und das periphere Sehvermögen wiederum hat eine Verbindung zum parasympathischen Nervensystem. The question is, how can we relax the central vision? Und jetzt ist aber die Frage, wie schaffen wir es eben, das zentrale Sehvermögen zu entspannen? By activating the peripheral vision. Das können wir tun, indem wir eben das periphere Sehvermögen aktivieren. Our peripheral vision is working perfectly well when we are looking far, when we are looking to the mountains, to the sky, when we are outside. Unser peripheres Nervensystem, Sehvermögen, das funktioniert unheimlich gut, wenn wir in die Weite blicken, wenn wir in den Himmel blicken, wenn wir draußen sind, wenn wir, ja, wenn wir entspannt sind. It's so simple when you know, right? Und wenn man es weiß, ist es so einfach, oder nicht? And we show the exercises, how you can switch your attention to the peripheral vision. Und wir zeigen auch die Übungen, wie es uns gelingen kann, einfach ganz bewusst aus dem zentralen Sehvermögen ins periphere Sehvermögen zu wechseln. And also boost the blood circulation throughout all the body. Und wir zeigen eben auch Übungen, wie die Blutzirkulation im Körper, im gesamten Körper erhöht werden kann. So let's write down some recommendation regarding your glasses. Und dann lasst uns noch ein paar Empfehlungen aufschreiben, wenn es um eure Brillen geht. So, to work on PC, you're using pinhole glasses. I can give you next Tuesday, if you like. No problem. You can order it at the Frankfurt Ring. Wenn ihr also am PC arbeitet, dann empfehle ich euch eben mit diesen Löcherbrillen, mit diesen Lochbrillen zu arbeiten. Wenn ihr Lust darauf habt, meldet euch beim Frankfurter Ring, die kann ich euch dann you can use eben it when you're working on PC or when you're reading. Mitbringen. Die könnt ihr dann entweder benutzen, wenn ihr am PC arbeitet oder wenn ihr lest. You should buy new weaker glasses. Weaker glasses is 50 to 70% of correction. Wenn ihr generell eine Brille habt und das verbessern wollt, dann kauft euch schwächere Brillen, also schwächere Brillengläser, als ihr sie eigentlich braucht, zwischen 50 und 70%, um eben das Sehvermögen zu verbessern. You wear weaker glasses only when you badly need glasses. In all the rest cases, you try to see without glasses and train healthy visual behavior. Die Brille, die zieht ihr tatsächlich nur auf, wenn ihr es wirklich unbedingt braucht. In allen anderen Fällen versucht ihr einfach ohne Brille euer Sehvermögen zu trainieren. Yeah. Then you teach your eyes to move fluently and relaxedly. You do juggling in the morning, it's very easy. Dann bringt ihr euren Augen einfach auch bei, wie sie sich ganz entspannt und fließend bewegen können. Da könnt ihr zum Beispiel morgens ein paar Bälle jonglieren. You avoid wearing sunglasses. Ja, ihr werdet keine Sonnenbrillen mehr aufziehen. Instead you are wearing a hat. Stattdessen zieht ihr einen Hut auf. And you do some gazing. Und dann macht ihr das sogenannte Gazing. You close your eyes. And warm one eye, then the other eye, one eye, then the other eye. 5 minutes every day, 2 times a day would be nice. Ihr schließt eure Augen und dann lasst ihr die Sonne mit geschlossenen Augen, also die Sonne da drauf scheinen. Dann macht ihr erst das eine Auge, dann das andere Auge. 5 Minuten, 2 Mal am Tag. Das wäre wunderbar. Yeah. We will also teach you how to moisturize your eyes. I will show you how to use onion or essential oils to stimulate the moisturizing process of your eyes. Wir werden euch auch zeigen, wie ihr eure Augen richtig befeuchten könnt. Ich werde euch zeigen, wie ihr entweder Zwiebeln oder auch Aromaöle benutzen könnt, um eure Augen eben, falls ihr das braucht, feucht zu machen. And also, I recommend you to get the eye charts, to print them, so they should be on your wall to remind you that you should work on your vision.
Und dann empfehle ich euch auch, euch diese Augentafeln zu besorgen, euch, die kriegt ihr ja von ihm, an die Wand zu hängen, damit sie euch daran erinnern, ah, ich wollte doch an meinem Sehvermögen etwas verändern. You should have a box with all the all the accessories that you will need for practice. I have this magic box. Ne? Und ihr solltet auch so einen kleinen Karton haben, so wie er das auch hat, wo ihr all eure Werkzeuge, die ihr benutzt, um das Sehvermögen zu verbessern, yeah, sammeln könnt. Ich hab so eine Zauberbox. Yeah, I have some tools. Und ich habe da einige Werkzeuge drin. Yeah. This one. Also so, alles, was er hochhält. It's fun. So, the question, before I answer your questions, let me just give you the idea how you can practice together with Vision Academy and Frankfurt Turing. Und bevor ich euch jetzt gleich eure Fragen beantworte, möchte ich euch nur noch mal zeigen, wie ihr mit der Vision Academy und dem Frankfurter Ring trainieren könnt. The best start is the workshop. Der beste Anfang ist der Workshop. Why is the best start? Warum ist das der beste Anfang? Because it's a deep involvement in the vision recovery process for 2 days. Weil es einfach nochmal ja so ein ganz tiefes Einlassen ist auf diese Wiederherstellung des Sehvermögens und das 2 Tage lang. It's very convenient. You spend from 10 to 5, 6 hours every day, that 1 hour will be a break. In for 2 days it will be 12 hours. But you are getting completely involved in this process. I don't have to explain you many things, because you will learn everything that you need. Also ihr verschwendet tatsächlich 6 Stunden am Tag, 1 Stunde ist Pause, von morgens um 10 bis abends um 5, das 2 Tage lang, also 12 Stunden insgesamt, mit Augenübungen. Ich muss euch gar nicht so viel erklären, aber ihr werdet in diesen 2 Tagen alles lernen, was ihr braucht. And when the workshop is over, you will have 2 weeks of the live stream course, which is included in the package. Und wenn der Kurs vorbei ist, dann könnt ihr noch 2 Wochen im Livestream mitüben, und das ist in diesem Kurspaket schon enthalten. Live stream course is the Zoom lessons every Monday, every Wednesday and every Sunday. Und diese Zoom-Kurs oder diese Übungsstunden, ja, das sind dann einfach Übungsstunden, die an den Kurs anschließen. Die finden jeden Montag, jeden Mittwoch und jeden Sonntag statt. On Monday we have Qigong. Montags machen wir Qigong. Qigong für die Augen. On Wednesday we have eye training. And on Sunday we have Yoga. Also montags machen wir Qigong für die Augen, mittwochs haben wir das Augentraining und sonntags gibt's Yoga. So when the workshop is over, after 2 days of the workshop, you'll be able to practice with the live stream course for 2 weeks for free, and then you can prolong for 3 months or for 6 months, depending on whether you are happy with the results that you have already achieved or you would like to continue by your own. Also ihr habt dann in diesem Paket von dem Workshop, habt ihr noch im Anschluss daran 2 Wochen die Möglichkeit, über den Zoom-Livestream weiter zu trainieren, und danach liegt es an euch, ob ihr für 3 oder für 6 Monate verlängern wollt, und das könnt ihr dann immer abhängig davon machen, welche Ergebnisse ihr schon erreicht habt und was ihr euch noch für weiter vorgenommen habt. You can join the workshop online via Zoom. Or you can travel to Frankfurt. That is the best option for you. Ihr könnt an diesen Workshops im Anschluss an den ihr könnt an den Workshop entweder live in Frankfurt teilnehmen oder ihr könnt euch via Zoom dazuschalten, abhängig davon, was für euch das günstigste ist. Yeah. Silke, you could share the link.
Ja, genau. Die Britta hatte vorhin ja schon mal den Link in die den Link reinkopiert und ich wiederhole das nochmal. Und da könnt ihr selber mal gucken, wann das ist. It's 24th and 25th of September, ist also am 24. und 25. September in Frankfurt. Und da ist Fedor auch tatsächlich mal live da. Bisher, durch die Covid-Situation, konnten wir ihn eigentlich immer nur per Zoom, aber da ist er wirklich live da. Und das ist einfach nochmal eine Schippe draufgelegt. I said, it's even better if they're here live, because there's so much more you can get out of it. Weil er kann einfach gucken, er kann individueller auf euch eingehen, als das manchmal per Zoom möglich Yeah, if ist. you cannot come on the workshop live or online, you can also book the live session and we can work privately with you for 1 hour. Was ihr natürlich auch machen könnt, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, zum Workshop zu kommen, entweder live dabei zu sein oder euch per Zoom zuschaltet, dann habt ihr auch die Möglichkeit, mit Fedor eine Privatsession zu buchen. Dann kann er eine Stunde lang individuell eben auf euer Sehproblem eingehen. Yeah, private session also includes 2 weeks of the live stream course. Und wer sich bei ihm eine Privatsession bucht, der darf dann auch im Nachhinein 2 Wochen kostenlos an diesen Übungssitzungen Montag, Mittwoch und Sonntag teilnehmen. So now let's go back to the questions because there were some questions we Ja, need to discuss. dann kommen wir jetzt mal zu den Fragen. First question of all was, somebody wrote just to me, 150%, how is that even possible? Eine von euch hat mich angeschrieben und hat gesagt, 150% Sehvermögen, wie kann das denn sein? In this eye chart, you can see 20 to 20. This is the 100%. But the lowest line is 150%. Also wenn ihr euch diese Augentafel dann nochmal anguckt, dann ist da eine Linie eingezeichnet, wo man sagt, wenn man das lesen kann auf eine bestimmte Entfernung, dann hat man ein Sehvermögen von 100%. Wenn man das darunter auch noch lesen kann, dann ist man bei 150% und so kommt er zu But dieser earlier I Zeit. could barely see the second line. Aber als ich angefangen habe zu trainieren, war ich kaum in der Lage, die zweite Reihe zu lesen. Let's look for other questions. Verwendet man stets eine normale Rasbrille oder Mauch? Bifocal. So, if you use that pinhole glasses, do you use a one focal or a bifocal one? That's the question. Do you use what? Sorry. A bifocal one. So, bifocal meaning. Bifocal glasses. Yes. If you have bifocal glasses, please take it in your hand. Hier war die Frage von der Brigitte. I first translate the question. Please Wenn take it in your hand. Ja, wenn ihr, also die Frage war, nehme ich immer eine normale Rasterbrille oder die bifokale? Wenn ihr eine bifokale Brille habt und ihr habt sie da, bitte nehmt sie mal in die Hand und haltet sie die Please Kamera. hold it in your hand in the Ja, chart. nehmt sie mal in die Hand und Ready. zeigt. Seid ihr soweit? And now throw it into the rubbish chute. Und wenn ihr die bifokale Brille in der Hand haltet, dann dreht ihr euch um und schmeißt sie gerade in den Mülleimer. Because it's killing your eyes. Weil diese Brille, ja, tötet eure Augen. Instead of bifocal glasses, use normal glasses. Statt die bifokalen Brillen zu benutzen, bitte benutzt normale Brillen. The best strategy for you, Die best. buy weaker glasses to see far, because you're presbyopic, right? Also die beste Methode, die du machen kannst, nimm dir schwächere Gläser, mit denen du in die Weite sehen kannst, denn du bist ja sozusagen, es liegt ja eine Alterssichtigkeit vor, stimmt das? And use pinhole glasses to see near, to read. Und dann benutzt du die Lochbrille, um also quasi in die Nähe zu Not schauen, zum order, Beispiel. not order.
not or, and. Yes. To see far, you are using weaker glasses, and you to see near, you are using pinhole glasses. Yes, that's what I said. Mm-hmm. Ich sag's nochmal, damit es ganz klar ist. Um in die Weite zu schauen, nimmst du Weitsichtgläser und um in die Nähe zu schauen, nimmst du die Lochbrille. Yes, because bifocal glasses keep your superior rectus muscles in tension all the time. Diese bifokalen Brillen, wir haben hier einen Muskel, der nennt sich das ist der aufrechte Augenmuskel auf Deutsch. You have to read when you're looking down. Just let me, please let me say the sentence that you said before. Und wenn ihr diese bifokalen Gläser, Brillen benutzt, dann ist dieser Augenmuskel, dieser aufrechte Augenmuskel immer angespannt. When you're reading, you should look straight. You shouldn't look down. You should look straight. Wenn ihr lest, dann solltet ihr beim Lesen nicht nach unten schauen, sondern immer gerade ausschauen. Not like this, but like this. This is the principle of central fixation. Also auch nicht den Kopf in den Nacken legen, sondern wirklich geradeaus. Und das ist sozusagen diese zentrale Fixierung, die ihr dann vornehmt. Mhm. Ich habe Hirschsteins 10 Euro bezahlt. That's about the price. You said these classes are 30 Euro. And she said, I only paid 10. Are there quality differences? Yes, I guess. So. Vorhin hat jemand in den Chat geschrieben, dass er nur 10 Euro für diese Brille bezahlt hat. Und wie kann das sein, ob es da Qualitätsunterschiede gibt? Und da hat er gesagt, es kann schon sein, dass es da Qualitätsunterschiede gibt. Mhm. Wie kann dann gelüftet werden? So you said to them that they are supposed to keep the blinds down and the curtains closed. And her question is, but how can I get air into my sleeping room if everything is closed down? So she wants to keep the windows open. How can I get air into my sleeping room if everything is... No, not the windows closed, the curtains closed. Also hier war vorhin nochmal die Frage, wie kriege ich denn dann Luft in mein Schlafzimmer? Oder wie kann dann gelüftet werden, wenn die Fenster komplett verdunkelt sind? Und da hat er gesagt, nee, die Fenster sollst du auflassen, nur die Vorhänge sollst du zuziehen. No light should come from outside. Es sollte dafür gesorgt werden, dass von draußen kein Licht reinkommt. Maybe we have different accommodations, but if you have no light in the sleeping room, you have to make the blinds down, because normally we don't have curtains that keep the light out. Maybe that's a difference, but that's her question. We have blinds and we put them down and then it's dark. Curtains just... Closing the curtains won't keep the light off, because our curtains let the light through. That's where the question comes from, you know? Replace your curtains. Also ich habe ihm jetzt gerade erklärt, ich habe ja auch vorhin gesagt, Rollläden runter. Ich habe gesagt, wir haben normalerweise gar nicht so Vorhänge, die das Licht abhalten. Und so kommt ja auch die Frage zustande. Und habe es ihm erklärt und dann hat er gesagt, dann tauscht eure Vorhänge aus, dann kauft euch blickdichte Vorhänge, die Fenster können aufbleiben. I'm not joking. That's how we create the conditions for healthy sleep for our child, for example. Our baby, we have a child, she's 3 years old. Also ich mache tatsächlich keine Witze. Das ist tatsächlich auch eine Möglichkeit, wie man sich gesunde Schlafqualität besorgen kann. Wir machen das zum Beispiel auch mit unserem Kind. Wir haben ein Kind, es ist eine Tochter, sie ist 3 Jahre alt. You can Google it and read more about it. Ihr könnt es ja mal googeln und könnt ein bisschen mehr darüber lesen. Yeah. When there is a light coming outside in your room when you're sleeping, the hormones are getting produced less.
Also es ist tatsächlich so, wenn ihr während des Schlafes, wenn da ein Licht von draußen in euer Schlafzimmer dringt, dann werden weniger Hormone produziert. Es ist auch wichtig, darauf einzugehen, dass jeder anders entspannt. Nicht jeder mag Yoga, Qigong, aber mag. It's important to pay attention to the fact that not everybody relaxes the same way. Not everybody is into yoga or Qigong. That's what she says. I don't think so. Ich glaube nicht. Also es war hier nochmal im Chat geschrieben, es ist aber auch wichtig, hat er ja vorgelesen, dass nicht jeder mag. Und dann sagt er, ich glaube nicht. Yes. There is the key for relaxation to everybody. Also das ist der Schlüssel zur Entspannung für jeden Einzelnen. But yoga and qigong, they are very powerful tools that are, you know, for masses. They are not for just individual. Yoga und Qigong sind sehr kraftvolle Werkzeuge und die sind wirklich für jeden. Die sind nicht nur für für den Einzelnen. And we're not using yoga and qigong, some professional things that can be taught only, that can be learned only by some special people with some special age. It's for everybody. It's very easy. It's very functional. But I have to correct myself. She said not everybody likes yoga, qigong. Everybody likes. But anyways, that's the same thing. Also nochmal, um das klar zu sagen, was wir euch beibringen: Qigong. Das sind jetzt keine super speziellen Übungen, die nur für eine bestimmte Personengruppe oder für in einem bestimmten Alter erlernbar sind. Und genauso ist es mit Yoga. Es sind einfach Übungen, die jeder machen kann. Don't say that you don't like yoga unless you see my wife. Und bitte sagt nicht, dass ihr Yoga nicht mögt, wenn ihr meine Frau seht. Die ist nämlich Yoga-Lehrerin. She's beautiful. Meine Frau ist wunderschön. She's the she in addition to yoga, she's practicing fitness, and she's a fitness model, and she is giving yoga in a perfect way, and it's good for everybody, and our students enjoy her very much. Meine Frau praktiziert neben dem Yoga, was sie macht, auch noch ein Fitnesstraining. Sie arbeitet auch als Fitnessmodel. Und die Art und Weise, wie sie Yoga unterrichtet, ist wirklich perfekt. Sie passt, also das passt wirklich für jeden. Kann in eine Stunde das vom Workshop. So if she would book a session with you, can she take things from the workshop and also use it in the single session with you? For 1 hour, it's difficult for me to give you all the tools from the workshop, but I will give you the plan that you can follow. But of course, this plan does not exclude the workshop. Also Nicole, in so einer Einzelstunde, in einer Stunde all das abzudecken, was im Workshop gelernt wird, das ist natürlich schwierig. Was er aber macht, ne, ist, dass er in dieser Einzelsession dir dein Programm zusammenschneidet, mit dem du dann weiter üben kannst, dann wirst du auch Verbesserungen haben, aber natürlich ist dann da nicht alles drin. But it will still be the possibility for you to start practicing. Aber es ist natürlich trotzdem eine Möglichkeit für dich, mit dem Üben eben anzufangen. Wenn man wieder 100% Prozent hat, muss man trotzdem ein Leben lang üben. So if you gain 100%, do you then still have to exercise all your life? No, because you're training healthy visual behavior. It's a healthy visual habits. They don't allow your vision to become worse. That's the feature.
Die Frage von der Katja, eine ganz wichtige Frage. Also die Antwort auf deine Frage ist, Katja, du musst da nicht ein Leben lang üben, denn wie du diese Sehfähigkeit wiedererlangst, hängt ja auch damit zusammen, dass du dir gesunde Sehgewohnheiten angewöhnst. Und nur dann kannst du es ja erreichen. Und wenn du die dann weiter hältst, also nicht immer üben, sondern einfach einhältst, all die Gewohnheiten, was wir ja vorhin auch zum Teil schon besprochen haben, dann lässt du gar nicht zu, dass sich dein Sehsinn, dein Sehvermögen wieder verschlechtert. Ist beim Workshop in Frankfurt ein Tag Qui-Gon, was kostet der ein Tag? You can check the link that Silke shared with you in the chart. Actually, it's a half price of the workshop. But yes, one day we're training accommodation. One day there will be the Qigong. But anyway, both days are mostly independent from each other, but they also supplement each other. Also du kannst, Renate, auch einen Tag einzeln buchen, but her question is there one day where you will only teach Ai Qigong? Is that... We will start it at the first day and then we continue it at the second day. Also es ist nicht so, Renate, dass an einem Tag nur das Augen-Qigong gelernt wird, sondern es ist vielmehr so, dass die Tage unabhängig voneinander stehen können, aber auch aufeinander aufbauen und ineinander greifen. Das heißt, es gibt sowohl am ersten als auch am zweiten Tag Augen-Qigong, weil das abwechselnd gemacht wird. Was der eine Tag kostet, bitte schau das doch im Internet nach. Wir haben den Link reinkopiert, da kannst du mal gucken, was ein Tag kostet. Soll man bei Kindern bis zur Schule die Brille weglassen? Are you supposed to not give children classes until they come to go to school? So that you say so, children up to 6 years, no classes? Before they become myopic, they should not wear glasses. Also bevor Kinder kurzsichtig werden, sollten sie keine Brille tragen. They should learn healthy visual behavior and sie train sollten, their vision. Sie sollten vielmehr sich ein gesundes Sehverhalten angewöhnen und ihre Sehvermögen trainieren. When myopia starts, it's very easy, it's relatively easy to stop it from progressing. Also wenn die Kurzsichtigkeit sich entwickelt, dann ist es relativ einfach, das aufzuhalten, es wieder einzudämmen. For example, I have a message from one of my students' mother. Also ich habe hier eine Nachricht von der Mutter einer meiner Schüler. Yeah, I don't know how it's. You can see it here, but it's very. So, after training for 2 months with her son, we reduced myopia from -1 to -0.25. So for 0.75 dioptries for 2 months. Also da haben wir es geschafft, das war ein Schüler, der hatte eine Kurzsichtigkeit entwickelt, minus eine Dioptrie, und mit einem zweimonatigen Training hat er das geschafft, von -1 auf -0.25 zu kommen nach 2 Monaten. There is the question, do we have the recordings of the workshop? Yes, you get it and it's unlimited, it will be with you. Ja, liebe Gabi, es gibt Aufzeichnungen von diesen Workshops und die werden auch immer, also unbegrenzte Zeit wirst du zu diesen Workshops auch Zugang haben. And the last question, ich könnte, could you also, the last question. Ja, ich konnte nicht von Beginn an dabei sein, es wäre eine Aufzeichnung sehr hilfreich, wo bekommt man eine Lochbrille, den Workshop kann man auch per Zoom machen. Also, liebe Irene, schön, dass du jetzt dabei bist.
Es gibt eine Aufzeichnung von diesem Workshop. Ich glaube, alle, die sich angemeldet haben, bekommen die auch zugeschickt. Solltest du dich nicht angemeldet haben, wende dich an den Frankfurter Ring. Daran scheidet es nicht. Die Lochbrille, she wants to have the pinhole classes, die kannst du dich auch an den Frankfurter Ring wenden. Da kannst du eine zugeschickt bekommen. I said, just write to the Frankfurter Ring. They can send you one, because since you're bringing them along, they can send it to her. And I understood it right, that the workshop can be made via Zoom. That's possible, right? Yes. Genau. Und Irene, du kannst auch den Workshop per Zoom machen. Du kannst live dabei sein, link aber that auch... You are, the Silke is sharing with you, you can choose. You can choose online participation or Zoom. Ich habe euch nochmal den Link reinkapiert, dann könnt ihr euch das nochmal angucken. Das ist die Seite, wenn ihr da auf diesen Link klickt, dann kommt ihr auf die Seite vom Frankfurter Ring, wo alle Veranstaltungen mit Fedor aufgezeichnet sind. Und das seht ihr auch, wen das interessiert. Da steht in grüner Schrift, weitere Kurse als Online-Version findest du hier. Und wenn ihr da draufklickt, dann könnt ihr auch sehen, was es alles schon an Online-Kursen mit Fedor zu kaufen gibt. Also wer zum Beispiel sagt, ich möchte sofort starten, ich halte es gar nicht mehr aus bis zum 24., 25., der kann hier mal gucken, welche Kurse es schon gibt. Das said, that's all the online courses that are available, who wants to start right away and says, I cannot wait until 24th or 25th, you can have a look there and buy the courses online. That's what I said. Yeah, if you have a cataract, pinhole glasses will not help you. Nochmal für alle die an einem Katarakt leiden, denen wird diese Lochbrille nicht helfen. Yeah. You will need to do the training and the private session. Also ihr braucht tatsächlich dann ein Training und ihr müsst tatsächlich dann so. Ein privates Training haben. Liebe Cornelia, das ist nicht der Link. Das ist nicht der Link. Das ist die grüne Schrift. Klick da einfach mal drauf. Das, was du mir jetzt geschickt hast, ist nochmal was anderes. The link is different, yeah, but... That's a different... She said to me, if I told her if she wants to buy the online version, she has to click there, and she asked me, is that the link? And I said, no, that's not the link. Just that's a different link. I will also, there is the link with the workshop where you can choose it, but the correct link of the Silke, it's also correct. Genau, guck mal, wenn ihr über den ersten Link klickt, kommt ihr auf den zweiten, den ich jetzt gerade noch mal reinkopiert habe. Yeah. Also you ihr findet das the alles. The livestream workshop, not live in Frankfurt. There are options. Und ihr könnt auch noch mal gucken, wenn ihr euch für den Kurs entscheidet und sagt, ich möchte ihn live machen, dann könnt ihr, gibt's eine Option, das steht dann hinten dran, Livestream gratis. Und es gibt aber auch die Möglichkeit, euch für den Workshop anzubieten. Da steht's dann in schwarz hinten dran. Und dann könnt ihr entscheiden, ich möchte live dabei sein oder ich möchte per Zoom zugeschaltet sein. Just a second, I will try to help you. Yeah, I guess you can find it just on the page. Just scroll down and that's it. Mm-hmm. Genau, also nochmal, ne, wenn ihr auf diesen Link klickt vom Frankfurter Ring, da ist dann nochmal was mit grüner Schrift und da steht dann einfach, wer an Online-Kursen Interesse hat, der klickt da drauf und dann gibt es schon ein paar Sachen, die so fertig I'm sind. I'm very sorry gekauft. If I didn't have a chance to answer all your questions. We will see you very soon. On Tuesday, I'll be in Frankfurt and see you very soon. But we answered most of them, yes. And so it's all good. Also, es tut mir leid, wenn ich nicht all eure Fragen beantworten konnte, aber die gute Nachricht ist doch, ich komme nach Frankfurt, am Dienstag bin ich da, da stehe ich euch zur Verfügung und beantworte auch eure Fragen. Yes. Thank you very much and see you soon. Ja, vielen Dank an euch alle und ich sehe euch hoffentlich bald. Cheers. Vielen Dank. Thank you, Silke. Thank you very much.